Hallo Fans und Freunde der Vienna, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem kleinen Plauderstündchen an diesem Sonntagnachmittag. Ja, die ganze letzte Woche ist im Zeichen des Bertl gestanden, der leider Gottes am Freitag vor einer Woche von uns gegangen ist. Es war für mich persönlich sehr berührend, die Worte im Spielbericht vom Erich, bei der er das 9:0 gegen Hirschstetten dem Bertl gewidmet hat. Ja, vom Verein kam ein dünner Vierzeiler auf Facebook. Eigentlich ein bisschen schade für einen Fan, der seit 88 Jahren auf die hohe Warte gekommen ist und den Verein so tatkräftig unterstützt hat. Ich glaube, die meisten von euch werden den Bertl gekannt haben als wirklich ja, sehr humoristischen Menschen und stets bereit für den Verein alles zu geben. Aber geben wir dem Bertl ein würdiges Andenken. Am 12.12. ist seine Beerdigung. Ich habe mir überlegt, das Bild, das die meisten von euch schon kennen, groß ausarbeiten zu lassen und aufzustellen und nach der Beerdigung der Familie zu schenken. Dann gab es noch von euch einige Meinungen zu dem Vlog zum Stadt-Lau-Spiel, warum ich die linke Rausrufe im Video gelassen habe. Meine Lieben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich nicht zensurieren. Ich lasse mir nicht sagen, was ich bei Kammern Vienna zu tun habe und was ich besser nicht tun sollte. Und auch die Meinung, ich würde gegen die Fans arbeiten, zu denen ich stehe. Ich meine, Entschuldigung, geht's noch? Ich wusste ja nicht, dass man da in irgendeiner Club ist, der einen Ehrenkodex zu befolgen hat. Ich finde, wir sind alt genug, um zu wissen, was wir sagen und auch im Vorhinein zu überlegen, was wir zu welchem Thema äußern. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das Recht haben zu streiten, unsere Meinung zu sagen und uns auch dadurch dem Verein auch auszudrücken bzw. auch mitzuteilen. Und ich finde das ein wichtiges Recht, das jedem von uns zusteht und auch in einer zivilisierten Art und Weise uns hier dann auch im Streitgespräch austauschen. Das bin ich absolut dafür, aber ich werde mich sicherlich nicht zensurieren oder beschränken lassen in dem, was ich bei Kammern Vienna zu tun habe und was nicht. Ja? Also bitte an die Herrschaften, die sich dazu geäußert haben, könnt ihr gerne tun, höre ich mir gerne an, werde ich nicht tun. Werde ich sicherlich nicht befolgen. Ist so. Ich finde es persönlich nicht schlecht, dass so der Verein die Meinung des Fans mitbekommt. Meiner Ansicht nach lebt die Vereinsführung mittlerweile in einer Blase, abgetrennt von der Meinung der Fans. Das sehe ich daran, dass hier kritische Fans am Telefon angeschrien werden oder geschnitten werden von der Vereinsführung und dass hier sehr abfällig auch teilweise hinter dem Rücken von Fans gesprochen wird und halt, ja, meiner Ansicht nach finde ich das einfach nicht gut und das ist meine Meinung zu diesem Thema. Vor allem ist es bedenklich, ja, weil wenn die Vienna hoffentlich bald einmal wieder in den höheren Ligen spielt und natürlich auch mehr Menschen zu den Matches kommen und natürlich auch auf die hohe Warte kommen, auch Außenstehende, dann kann es natürlich auch sein, dass hier Leute zum Verein kommen oder zu den Matches kommen, die, sagen wir mal so, bei anderen Vereinen nicht mehr willkommen sind und in anderen Stadien keinen Einlass mehr finden. Und denen ist Vereinsführung oder Philosophie egal, da geht es nur um Spiel, Spaß, Spannung und ein Bier. Und dann kann es zu Stress auf den Tribünen kommen. Und meiner Ansicht nach ist es auch eine wichtige Aufgabe des Vereins, also der Vereinsführung, hier nicht nur den Fans, sondern auch den Spielern oder auch den Trainerverantwortlichen zu zeigen und vorzuleben, wie wichtig das ist, diese Vienna Family, diese Kommunität aufrecht zu erhalten, was für eine Ehre es ist, beim ältesten Fußballverein Österreichs mit dabei zu sein und ein Teil eben dieser Vienna Family zu sein. Das betrifft auch Nachwuchs, das betrifft auch Damenmannschaften, das betrifft jeden von uns, ja, von der Geschäftsführung bis zu dem Fan, der zum ersten Mal zu einem Match kommt. Ja, das sollte hier kommuniziert werden und diese Freude und dieser Spaß und diese friedliche Zusammenarbeit untereinander, das sollte hier auch stärker vorgelebt bzw. kommuniziert werden. Und da sehe ich auch die Vereinsführung in der Pflicht, hier eben das weiterzugeben. Das möchte ich auch hier mit Kammern Vienna tun. Ja. Aber sehr schade finde ich es, und das habe ich eh schon in den anderen Vlogs auch wieder angesprochen, dass kaum Information vom Verein zu den Fans weitergegeben wird. Vienna News zum Beispiel. Umso wichtiger am
21.11. dabei zu sein bei dem Infoabend, wo eben der Trainer Linker, der Sportdirektor Katzer und natürlich auch die Vereinsführung dabei sein sollen und hier wichtige Informationen weitergeben, allen voran die Geschäftsführung mit Herrn Gerhard Griesch. Hoffen wir natürlich als Fans und ich natürlich, dass hier Informationen, wichtige Informationen an den Fan weitergegeben wird und halt nicht rhetorisches Blabla, so wie es leider Gottes auch in letzter Zeit immer wieder hören, weitergegeben wird und kommuniziert wird. Mein ganz besonderer Gruß geht heute an den Konstantin Orell, ein meiner Ansicht nach wichtiger Mann im Hintergrund der Vereinsspitze sozusagen. Die meisten von euch oder vielleicht einige von euch werden den 1894er Club kennen. Für die, die es nicht kennen, es ist ein Business-Club, wo eben Business-Kontakte geknüpft werden, wie zum Beispiel eben mit dem Herrn Lugner, das war ja wohl der auffälligste, aber natürlich auch mit anderen Wirtschaftsgrößen, um eben hier auch potenzielle Sponsoren für unsere Vienna zu finden. Der Konstantin Orell organisiert das schon seit einiger Zeit und das recht erfolgreich. Es wächst und wächst, langsam aber stetig. Und ich bin der Meinung, dass der Konstantin hier auch ein bisschen ins Rampenlicht gestellt werden sollte, weil er einen wichtigen Job macht und ein wirklich bodenständiger und netter Typ ist, der hier an der Basis arbeitet, aber eben nicht so auffällig ist wie so andere beim Vereinsführung. Und deswegen, Konstantin, mach weiter so, mach diesen Job weiter für unsere Vienna. Du machst einen ganz, ganz tollen Job bei der Vienna. Und ja, finde ich toll und sollte mal angesprochen werden. Und das möchte ich gerne hier auch mit Kammern Vienna tun, dass ich eben hier Leute vorstelle, die vielleicht euch nicht so bekannt sind, aber auch einen sehr wichtigen Beitrag für die Vienna leisten. Ja, am 7.12., meine Lieben, habe ich hier eine sehr schöne Einladung bekommen. Gibt es die Weihnachtsfeier in den VIP-Räumen oben auf der Hohen Warte im Stadion. Ab 19 Uhr gibt es gemütliches Beisammensein mit Musik, alten Vienna-Videos und Fanshop. Und ja, ich glaube, es gibt auch ein bisschen was zum Knabbern und das eine oder andere Getränk wird auch serviert. Also bitte, meine Lieben, 7.12. seid bei der Weihnachtsfeier dabei, weil Vienna Family, gemütlicher Abschluss dieses Jahres. Apropos Abschluss, am 23.11. kommenden Freitag gibt es das letzte Spiel für dieses Jahr in der Meisterschaft. Es ist ein Heimspiel auf der Hohen Warte. Also unterstützen wir unsere Mannschaft und geben ihnen den Support. Auch am Mittwoch, und zwar den 28.11. ab 19 Uhr in der WAF Grurm, gibt es das nächste Cup-Spiel. Sind wir dabei, unterstützen wir unsere Mannschaft tatkräftig und natürlich auch lautstark und zeigen, wie gut der Support funktioniert auf bei der Vienna. Ja, meine Lieben, das war das Plauderstündchen für diesen Sonntag. Schreibt mir etwas in die Kommentare, was ihr von Kammern Vienna hält, was euch bewegt oder eure Kommentare auch bei Facebook. Schaut natürlich auch bei Twitter vorbei und natürlich auch Instagram. Dann hoffentlich sehen wir uns recht zahlreich bei den nächsten Matches und bis dahin, Kammern Vienna.